In diesem Video dreht sich alles um das Thema Hutpflege und um das passende Zubehör. Zuallererst kommen wir zu dem Thema Pflege und da ist der Punkt der Imprägnierung mega, mega wichtig, weil das ist eine Voraussetzung dafür, dass der Hut sehr lange sehr gut aussieht. Und dafür nehme ich immer einen Universalimprägnierer, den habe ich hier hinten stehen und der ist für alle möglichen Kopfbedeckungen aller Art, ist egal, ob es Leder oder irgendeine andere Textilart ist, bestens geeignet. Zudem kann man mit dem Universalimprägnierer auch Funktionsstoffe wie zum Beispiel Gore-Tex behandeln, um damit die wasserabweisende Eigenschaft noch mal ein bisschen aufzufrischen. Man kann sich das so vorstellen, dass das Spray, wenn man es aufsprüht, so eine Art unsichtbaren Film auf dem Hut hinterlässt. Und dieser Film bewirkt, dass das Wasser abperlt, dass verschiedene Schmutzpartikel abperlen und dass der Hut ideal geschützt ist. Daher eignet sich das Spray auch super für Filzhüte und Lederhüte. Bei Filzhüten denkt man ja immer automatisch an die kältere Jahreszeit. Das ist aber gar nicht so zwingend notwendig, weil man Filzhüte auch sehr, sehr gut bei wärmeren Temperaturen tragen kann. Also ich trage die auch super gerne im Frühjahr, im Herbst, also eigentlich immer bis zu Temperaturen von 20, 25 Grad, weil Filz temperaturregulierende Eigenschaften hat. Wenn man den Filzhut also im Frühjahr oder im Sommer tragen sollte, sollte man aber doch nicht vergessen, ihn einzusprühen, weil auch im Sommer kann es mal einen Regenschauer geben. Dann kommen wir mal zu den Punkten, auf was man achten sollte, wenn man seinen Hut imprägniert. Und der erste Punkt ist, der Hut muss auf jeden Fall sauber sein. Wenn der jetzt neu ist, ist das natürlich gar kein Thema. Wenn man ihn schon länger getragen hat und merkt, der ist ein bisschen schmutzig, muss man ihn auf jeden Fall ordnungsgemäß reinigen. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Den zweiten Punkt, auf den man achten sollte, ist, dass man das Spray nach Möglichkeit im Freien benutzt. Wenn das nicht möglich ist, sollte man auf jeden Fall die Fenster geöffnet haben und für eine gute Durchlüftung sorgen. Und dann sollten wir noch darauf achten, dass wir die Dose auf jeden Fall gut schütteln, senkrecht halten und aus einer Entfernung von 20 bis 30 cm das Spray auf den Hut aufsprühen. Hier sollte man vor allen Dingen darauf achten, dass man gleichmäßig aufsprüht und auch nicht zu viel. Also da heißt es nicht unbedingt, viel hilft auch viel. Man sollte den Vorgang dann lieber nochmal wiederholen. Wenn man das alles gemacht hat, sollte man am Ende darauf achten, dass man den imprägnierten Hut ein paar Minuten trocknen lässt. Und den Imprägnierungsvorgang natürlich regelmäßig wiederholt, damit der Hut dauerhaft geschützt ist. Und der zweite Tipp, wenn es um das Thema Hutpflege geht, ist die Verwendung dieser Textilbürsten. Die sind besonders für Filzhüte geeignet und man sollte da immer darauf achten, wenn man einen dunklen Hut hat, auch immer eine dunkle Bürste zu nehmen und bei einem hellen Hut eine helle Bürste. Was auch noch wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man die Hüte wirklich nur reinigt, wenn sie komplett trocken sind. Also eine Trockenreinigung ist einer Feuchtreinigung immer vorzuziehen. Sobald der Hut feucht ist, besteht nämlich die Gefahr, dass der Schmutz eigentlich nur verteilt wird und das wollen wir ja nicht. Und bei der Reinigung geht man folgendermaßen vor. Als erstes setzt man die Bürste an und geht dann entlang des Hutes mit der Bürste, um alle schmutzigen Stellen zu reinigen. Bei Haarfilz oder bei Filzen mit längeren Fasern muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man mit der Haarstruktur bürstet. Wenn man möglichst lange etwas von seinem Hut haben möchte, ist Tipp 3 auch noch sehr, sehr wichtig, und zwar die Verwendung eines Hutkoffers. Das ist nicht nur ein super Dekoartikel, sondern auch super nützlich, wenn es darum geht, die Form des Hutes zu behalten. Und zwar sehen Hutkoffer in der Regel so aus. Was da wichtig ist, ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Maße des Hutes sich nur minimal von der Größe des Koffers unterscheiden. Also dass der Hut ein bisschen kleiner ist als der Koffer. Wichtig bei der Verwendung eines Hutkoffers ist, dass der Hut zum einen nicht gequetscht wird, aber auch nicht zu viel hin und her rutscht. Man legt den Hut immer mit der Krempenseite nach unten und wenn man ihn richtig positioniert hat, schließt man den Deckel und kann dann den Hutkoffer hervorragend transportieren. Was also sehr, sehr wichtig bei der Verwendung eines Hutkoffers ist, ist wirklich darauf zu achten, dass die Krempe nicht verbogen wird und ihre Form behält. Und wenn man keinen Hutkoffer haben sollte, ist das gar kein Problem. Man kann sich auch anders helfen. Ich habe das letztens so gemacht. Ich habe meinen Koffer genommen.
ich nehme mal kurz den Hut wieder hier raus, habe den ein wenig mit Kleidung ausgelegt, meinen Hut genommen, den von innen ausgestopft mit anderer Kleidung. Ich habe so T-Shirts und sowas genommen, also so ganz leichte Sachen, habe den dann in den Koffer gelegt und drumherum dann die restliche Kleidung gelegt. Das hat zum Vorteil, dass der Hut auch geschützt ist und man kann ihn super mit auf Reisen nehmen. Und zu guter Letzt kommt noch ein Tipp, falls man mal einen Hut bestellt hat und im Nachhinein dann doch merkt, der ist mir doch ein bisschen zu groß. Und zwar ist das die Verwendung dieser Korkeinlagen und man wendet die folgendermaßen an. Um die Korkeinlagen richtig einzulegen, achtet man immer darauf, dass die Enden nach oben zeigen und platziert sie dann unter dem Futterinnenband. Zwei Bänder können damit eine Kopfweite von bis zu einem Zentimeter regulieren. Bei einer schmalen, länglichen Kopfform sollte man die Streifen idealerweise an den Seiten platzieren und wenn man eine in Anführungsstrichen normale Kopfform hat, dann platziert man sie vorne und hinten. Wenn du diese Tipps beachtest, kann deinem Hut ab sofort nichts mehr passieren.